when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Hallo, ich möchte euch einladen, heute die Erde als Organismus zu betrachten, um ja, die Problematik, die wir zurzeit haben, ein bisschen anders zu verstehen. Mal einfach ausgedrückt, die Erde kann man betrachten, so wie den menschlichen Körper, als ein Wesen, als ein Organismus, der zusammenhängt und zusammenarbeitet. Alle Teile dieses Organismus arbeiten zusammen und sind normalerweise in einem harmonischen Miteinander, versorgen sich gegenseitig mit Energie und erhalten sich. Beziehungsweise ja, korrigieren sich auch gegenseitig und so weiter, damit der Körper nicht krank wird oder verletztes oder krankes Gewebe abgebaut und neues Gewebe dafür wachsen kann. Ja, die Menschheit ist ja genauso wie alles andere Teil der Erde, und da die Erde, wenn wir sie als Organismus betrachten, ja nun mal im Prinzip Teil unseres Körpers sind, von dem wir nur kleine Zellen sind. Ja, die Menschheit hat ja diese Überheblichkeit, von wegen wir sind die Chefs oder was weiß ich, wir beherrschen die Erde oder sowas. Ist aber nicht der Fall. Die Wahrheit ist, wir sind ein Organismus und ohne die Erde leben auch wir nicht. Und daher, und solange das noch so ist, solange wir noch nicht unabhängig von der Erde agieren können, müssen wir eben auch die Erde achten. Denn die meisten Menschen, sage ich mal, haben von Natur aus Respekt vor ihrem Planeten. Aber eine ganze Menge Menschen haben den Respekt vor diesem Planeten verloren. Und das führt halt zu immer neuem Streit und immer neuem Leid. Und auch im Endeffekt zur Zerstörung des gesamten Körpers der Erde. Wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir eben erstmal das Problem erkennen. Also ich sehe das so, wir als Menschheit haben im Prinzip so eine Art Krebs entwickelt, weil wir uns so degeneriert haben, wir haben uns so massiv von der Natur der Dinge abgewandt und abgewandt von unserem Ursprung, dass wir krank geworden sind und dass wir so unnatürlich geworden sind, dass unsere eigenen Zellen, also unsere eigenen Mitmenschen, uns selbst vernichten und auch die Erde vernichten. Und das hat man im letzten Jahr auch sehr gut sehen können daran, dass auch gerade diese ganzen maliziösen politischen oder auch religiösen Vereinigungen tragen alle die Farbe Schwarz. So wie auch viele Militärs, aber auch die militaristische Polizei in den USA und auch in Europa und auch der IS selbst tragen alle die Farbe Schwarz. Ob das jetzt mit Absicht so ist oder ob das nur ein psychologischer Zusammenhang ist oder ob das zufällig ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht geht es dabei auch darum, Angst zu machen vom schwarzen Mann, ne, der ja auch dann noch von Afrika rüberkommt und was weiß ich. Aber es ist im Prinzip einfach eine massenpsychologische Geschichte auch und aber auch ein massenpsychologisches, aber auch körperlich vorhandenes, manifestiertes Krebsgeschwür, das die Menschheit mittlerweile entwickelt hat. Und zwar ganz einfach aus ihrer Degeneriertheit und Festgefahrenheit, was bestimmte geistige Muster angeht. Ja, die werden immer wieder gefahren, die Muster, obwohl sie verletzend sind, obwohl sie schmerzhaft sind, nicht nur für uns und unsere Mitmenschen, auch für die Ausführenden und auch vor allen Dingen für die ganze Umwelt, also unseren Planeten. Im Endeffekt die Natur auf unserem Planeten geht dabei zugrunde, und das liegt eben daran, dass wir uns so weit voneinander und von der Natur und dem natürlichen Miteinander und dem natürlichen Einklang mit unserer Umgebung, mit der Natur entfernt haben.
Ja. Das führt natürlich dazu, dass wir im Endeffekt alles zerstören werden, inklusive uns selbst. Aber das muss nicht unbedingt sein. Wir haben natürlich mehrere Möglichkeiten jetzt, aber vor allen Dingen müssen wir erstmal die Krankheit erkennen, die Ursache dafür erkennen. Und die Ursache dafür ist Geld. Nicht, weil Geld schlecht ist, sondern einfach nur, weil das, woraus Geld entstanden ist, also die Ursache wiederum für das Entstehen des Geldes, das ist schlecht gewesen. Und zwar Misstrauen. Geld ist aus Misstrauen entstanden, ganz ursprünglich. Weil in einer Gesellschaft, in der ein gegenseitiges Vertrauen herrscht, dass man zusammenarbeitet, dass man Hand in Hand arbeitet und sich gegenseitig unterstützt in seinem Vorhaben und versucht, sich gegenseitig zu verstehen, ist es alles kein Problem. Aber sobald einer in irgendeiner Form materielle Güter anhäuft und versucht, sich daraus einen besonderen Vorteil gegenüber dem Rest der Menschen zu machen, muss er misstrauisch werden, weil die anderen ja vielleicht auch seinen Vorteil neiden, zum einen, und zum anderen natürlich auch, weil er eventuell dadurch, dass er mehr hat als andere, den anderen dadurch Lebensraum, Spielraum und Möglichkeiten auch entzieht, automatisch. Vor allen Dingen, wenn eben mehrere Menschen in einer Gemeinschaft leben. Wenn jetzt jeder seinen eigenen Platz hätte auf dem Planeten, wo er ganz alleine leben würde, wäre das wahrscheinlich nicht der Fall. Ja? Aber gerade auch durch Städte, durch das Zusammenleben von vielen Menschen entsteht eben so eine Diskrepanz. Jetzt ist es natürlich so, Krebs kann man behandeln mit brutalen Methoden und mit sanften Methoden. Das Problem ist nur, dass viele, denke ich mal, von den Festgefahrenen überhaupt nicht mehr offen dafür sind, durch irgendein Medikament anzusprechen. Daher bleibt eben nur noch die unsanfte Methode, was bei manchen Terroristen eben der Fall ist. Oder auch bei manchen Polizisten, wer weiß. Jedenfalls wird es sonst zu einem weltweiten Faschismus und der wird übel, weil diesmal haben wir zu viele technische Möglichkeiten, um Menschen zu unterdrücken. Und das ist nicht gut für uns. Das sehe ich. Nur dann, wenn wir wieder lernen, uns gegenseitig zu dienen, also als Menschheit, uns auch als Zellen dieses Gesamtkörpers Erde zu betrachten und auch als Zellen des Gesamtkörpers Menschheit auf der Erde zu betrachten. Die Menschheit ist quasi ein Organ der Erde, ein sehr wichtiges Organ der Erde, so könnte man das auch sehen. Ja? Und die Erde liebt uns, deswegen erhält sie uns ja auch weiterhin. Ja? Die Erde könnte sich auch schütteln und uns alle zerstören. Nur, wir können natürlich auch wieder lernen, im Einklang zu leben. Das heißt, wir müssen uns als kleine Teile dieser Erde betrachten und auch mithelfen, dieser Erde zu dienen, als Gesamtheit und zurückkommen von diesem Muster. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass die Menschen, die diesem Wahnsinn verfallen sind, entweder aufgeweckt, gestoppt oder eben ja, gegenüber neuen Ideen in irgendeiner Form geöffnet werden. Das wäre die einzige Möglichkeit, abseits von dem bewaffneten Konflikt, der auf jeden Fall blutig und tödlich sein wird, für beide Seiten. Aber auch der wird in manchen Fällen vielleicht nötig sein. Das sieht man ja schon jetzt. Nun haben wir natürlich auch noch eine Sache nicht bedacht, warum eben diese ganzen Diskrepanzen. Ne? Es geht ja nicht nur ums Geld, es geht ja darum, dass wir denken, wir hätten nicht genug Platz hier. Und dadurch, dass wir denken, wir hätten nicht genug Platz hier auf der Erde, um zu leben, denken wir natürlich auch, dass die Gesamtheit der Erde nicht reicht, um uns alle aufzunehmen. Aber das kann man eigentlich ganz schnell ausschließen. Und zwar, indem man einfach mal betrachtet, wie groß die Erde ist. Also, die Gesamtfläche unserer Erde ist
49 Billiarden Quadratmeter. Wenn wir davon die Ozeane abziehen, das sind 2/3, bleiben noch circa 160 Billiarden Quadratmeter übrig. Und ja, Quadratmeter, ich habe es schon ausgerechnet. Wenn wir davon nochmal mehr als 1/3 für Wüsten und andere Gebiete abziehen, in denen man kein Essen anbauen kann und nicht gut leben kann, bleiben davon noch 100 Billiarden Quadratmeter übrig. Wenn wir diese 100 Billiarden Quadratmeter durch die Anzahl der Menschen, die momentan auf diesem Planeten circa leben, also 2,7 Milliarden Menschen, teilen, haben wir im Endeffekt pro Mensch mehr als 10.000 Quadratmeter Platz. Also selbst wenn jeder Mensch nur ein Zehntel, also 1.000 Quadratmeter Platz hätte, würde es noch ausreichen. So, das schon mal zum einen. Das andere ist, nicht jeder Mensch lebt auf 10.000 Quadratmetern. Und selbst wenn er nur die Hälfte hätte, das heißt 5.000 Quadratmeter, hätten wir immer noch genug Platz, um dort zu leben. Und selbst wenn es nur ein Zehntel davon wäre, das heißt jeder hätte 500 Quadratmeter für sich, hat man immer noch nicht mit einberechnet, dass Familien weniger Platz als 500 Quadratmeter brauchen. Zum Teil, weil sie gemeinsam auf einem kleineren Land leben können und sogar für sich selbst Essen anbauen können fürs ganze Jahr auf weniger als 500 Quadratmeter. Das geht. Ist möglich. Das heißt, wir können auf dieser Erde mehr als das Doppelte der Menschheit, die wir jetzt haben, locker tragen. Nun erscheint es uns natürlich so, als wäre es anders, wenn wir Städte sehen und sehen, wie die Menschen da aufeinander hängen, in den Ballungsräumen. Da erscheint es uns so, entsteht die Illusion, dass wir im Mangel leben, dass wir nicht genug Platz haben, dass wir nicht genug haben zum Leben. Aber das ist alles eine Illusion, das ist alles eine Lüge, die wir uns selbst erzählen oder die wir erzählt bekommen. Egal. Wie auch immer, aber die Tatsache ist, es ist überhaupt kein Problem, auf diesem Planeten gemeinsam auszukommen. Auch nicht, wenn wir doppelt so viele werden. Aber es ist ein Problem, wenn jeder seinen Ego-Film fährt und jeder sein eigenes Auto haben will. Und wenn jeder ständig genauso viel verbrauchen will wie jemand anderes, wenn jeder Millionär werden will. Das funktioniert nicht. Und vielleicht ist es auch gar nicht so gut, Millionär zu werden. Vielleicht ist es sogar besser, wenn alle Millionäre keine mehr sind. Wenn wir einfach das Ganze wieder ein bisschen mehr ausgleichen. Unabhängig von Begriffen wie Kommunismus oder sonst irgendwas. Ich bin der Meinung, es kommt sowieso nicht auf das Geld an. Es kommt darauf an, dass wir lernen, richtig miteinander zu leben und umzugehen. Und das heißt natürlich auch, dass wir unsere Mitmenschen nicht mehr verurteilen, sondern uns gegenseitig wieder helfen und lernen, uns gegenseitig zu dienen und vor allen Dingen auch dem Gesamtorganismus Erde zu dienen. Denn eine Zelle, die dem Körper gut dient, er hält den Körper gesund und wenn der Körper gesund ist, geht es auch der Zelle gut. Und das meine ich unabhängig von Nationen, Staaten und Ähnlichem. Damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. You are.